Moin Leute! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich mal über ein Thema reden wollte, über was ich eigentlich schon länger reden wollte. Und zwar geht es heute um Gaming, beziehungsweise die Gaming-Szene auf YouTube. Und guckt man sich die aktuellen Trends mal an, was ich für dieses Video extra gemacht habe, ja, hier wird professionell recherchiert, dann sieht man, dass aktuell 8 von 50 Videos Gaming sind. Das ist in der Tat gar nicht mehr so viel, denn früher war es deutlich mehr. Gut, ich habe jetzt hier keine genauen Zahlen, aber glaubt mir einfach, ne, ich bin, seht ihr, seriös. Mit langjähriger Erfahrung, ja, ich bin auch schon lange dabei, kann ich ja sagen, es war früher wirklich mehr. Denn damals, es gab eine Zeit, da waren alle haben Gaming gemacht, alle. Unglaublich viele neue Gamer, unglaublich viele neue Let's Player, alles war voll davon. Der erste Boom wurde vor allem durch Gronkh ausgelöst, der zweite durch Leute wie Ungespielt. Das waren so die zwei Generationen von Gamern, die dadurch entstanden sind. Und dadurch hat gefühlt jeder Gaming gemacht. Ich habe diese Leute eigentlich gerne immer in zwei Kategorien unterteilt. Die Leute, die Minecraft machen und die, die alles andere machen. Warum diese professionelle Gliederung? Es gab viele, sehr viele Kanäle, die nur Minecraft gebracht haben. Und der Rest, der hat halt so, ne, Verschiedenes gebracht. Manche nur ein spezielles Spiel, manche haben immer mal wieder andere Sachen gespielt. Aber das waren grob so die zwei großen Bereiche. Generell kann man eigentlich sagen, dass Minecraft schon sehr viel dominanter war als der Rest, weil es einfach viel mainstreamiger war. Das ist für die Untersuchung aber erstmal relativ egal. Denn aktuelles Gaming einfach generell bei YouTube auf dem absteigenden Ast. So, 5 Euro ins Phrasenschwein. Das ist jetzt auch überhaupt nicht wertend gemeint und ich möchte damit überhaupt keinen angreifen, aber sehr viele Gamer machen in Relation zu ihrer Größe, im Gegensatz zu damals und zu ihrer damaligen Größe, sehr viel weniger Klicks. Ich möchte damit keinen runtermachen, das zeigt nur, dass Gaming aktuell nicht mehr so beliebt ist irgendwie. Aber warum ist das eigentlich so? Ja, keine Ahnung, das war's mit dem Video, haut rein, tschüss! Ahaha, bin ich lustig. Nein, natürlich nicht. Ach komm. Also, versuchen wir das Ganze mal ein bisschen zu analysieren. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist dabei die Schnelllebigkeit des Internets. Denn sowohl das Internet als auch YouTube an sich haben sich ja seit ihrer Entstehung ganz schön gewandelt. Und gerade in den letzten Jahren haben wir ja gemerkt, dass sich vor allen Dingen YouTube vom Content her ganz schön verändert hat. Und ich glaube, das führt zu so einer Art Wegwerfkonsum. Alles muss schnell in kleinen Häppchen servierfertig präsentiert werden. Ist etwas zu langweilig. Weg. Das Problem dabei ist, dass Gaming-Videos meist so um die 15 Minuten lang waren, ohne große Schnitte, wo halt mal geredet wurde. Jeder kennt es, beim Reden macht man auch mal Pause und ab und zu passiert mal etwas, was nicht ganz so spannend ist wie sonst. Zuschauer sind aber mittlerweile so darauf getrimmt, dass man immer permanente Unterhaltung hat, dass diese kleinen Phasen der Nicht-Unterhaltung schon dazu führen, dass man abschaltet. Und weitere wichtige Punkte dieses Wegwerfkonsums sind folgende. Personen sind sehr schnell vergänglich. Sie sind also sehr schnell austauschbar und können sehr schnell fallen gelassen werden. Man kann eine Person zum Beispiel lange cool gefunden haben, weil sie lange coole Videos gemacht hat. Aber wer sie hat einmal etwas nicht so cooles gemacht, dann wird sofort nie wieder eingeschaltet. Weil dann einfach das Interesse so schnell weg ist. Für den Bereich Gaming ist so eine Schnelllebigkeit natürlich nicht so geil, weil genau diese Punkte beim Gaming halt vorkommen. Früher hat uns das nicht so gestört, aber mittlerweile halt schon. Außerdem haben Let's Plays einen weiteren sehr großen Nachteil. Die meisten davon müssen chronologisch geguckt werden. Mittlerweile geht der Trend ja zu einzelnen, in sich abgeschlossenen Videos. Da hat man schnell mal ein paar Minuten Unterhaltung, fertig. Wenn man sich das anguckt, dann braucht man kein Vorwissen, dann hat man davor nichts verpasst, dann verpasst man danach nichts mehr. Fertig. Bei Let's Plays ist das oft anders, weil man wissen muss, was vorher passiert ist und weil man weiß, es kommt noch was danach. Viele Zuschauer möchten durch diesen Wegwerfkonsum aber nicht daran gebunden sein, erstmal zu gucken, was vorher war und weiter zu gucken, was danach überhaupt kommt. Deshalb verliert man sehr schnell die Lust an so reinen Let's Plays. Aber dem kann man ja entgehen, wenn man in sich abgeschlossene Gaming-Videos macht. Das machen auch einige, aber beim 387. Minecraft-Minigames-Video wird's dann auch irgendwann langweilig. Minecraft hat sich in der Tat länger gehalten als andere Spiele oder eigentlich alle Spiele. Aber irgendwann wird es dann auch mal langweilig, wenn es immer das gleiche ist. Und gut, dann ist mal die Modifikation dabei oder der Spielmodus wird mal gespielt, aber irgendwann, es ähnelt sich schon sehr stark. Und deshalb gehen viele Gamer auch über und machen andere Sachen, wie zum Beispiel Vlogs oder andere Sachen. Natürlich wird Gaming nicht aussterben auf YouTube. Aber es wird sich wahrscheinlich noch in den nächsten Monaten oder Jahren weiter verringern. Es wird so eine gewisse Anzahl von Kanälen geben, die halt diesen Markt abdecken. Mal werden welche dazukommen, mal werden welche gehen, aber prinzipiell wird es eine überschaubare Menge bleiben. Denn wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, dann geht auch das Angebot zurück. So ist es ja auch in anderen Bereichen nicht anders. Es gibt ein paar Fitnesskanäle, es gibt ein paar Autokanäle, es gibt ein paar Technikkanäle. Aber für Gaming wird es sehr, sehr schwer, auf YouTube erneut nochmal diese Größe zu bekommen.
bekommen, die es in den vergangenen Jahren hatte. YouTube selbst wollte ja mit YouTube Gaming eine eigene Plattform dafür bereitstellen. Ja, das hat ja nicht so gut geklappt. Denn dass das keiner nutzt, das merken wir ja selber, weil wir ja auch nicht da gucken, ne? Was meint ihr zu der ganzen Sache? Wird Gaming irgendwann aussterben auf YouTube? Wird es nur noch ein Nischenprodukt sein oder wird es dann irgendwann doch zu neuer Größe heransteigen? Und wie hat sich euer Videoverhalten in Bezug zu Gaming verändert? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ich merke gerade, das wäre echt ein gutes Kapitel für mein zukünftiges Buch. Aber dann bringe ich das lieber in Videoform. Ja, das war's an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Da unten könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, bis morgen beim neuen Video. Tschüss!